Der hinter China zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt muss sich von einem katarischen Minister sagen lassen, ihr habt keine Ahnung, ihr seid völlig illusorisch unterwegs und deswegen seid ihr weitgehend schuld an den hohen Energiepreisen. Wenn es also so weit ist, dass jemand aus einem Land, das wir vor 10, 20 Jahren noch kaum irgendwie in den Bereich der Zivilisation gezählt haben, wenn da solche Töne kommen, wenn praktisch gesagt wird, eure Leader, eure politischen Anführer, die haben keine Ahnung, dann wissen wir, dass wir möglicherweise auch ein Führungsproblem haben und dass wir derzeit offenkundig in einer Abstiegssituation sind, die sich gewaschen hat, die jetzt besonders unter diesem Führungspersonal auffällig wird. Und wir wollen uns das Desaster mal anschauen. Wir beginnen mit den Aussagen des katarischen Energieministers Saad Al-Kaabi, der sagt, aufgrund eurer Clean Energy Policies, also dieser grünen Energiepolitik, they don't have a plan. Und er meint, Deutschland und die EU, die haben keinen Plan. Er sagt, es gibt Regierungen, die haben überhaupt keine Ahnung, die haben keine Fachleute, die haben keine Firmen, die irgendwie sich auszukennen scheinen. Das ist ein absolutes Armutszeugnis von jemand, der wie gesagt aus einem Staat kommt, der zwar jetzt die Weltmeisterschaft im Fußball ausrichten wird, aber ansonsten doch eigentlich eine Ansammlung von Wüste mit ein bisschen Rohstoffen ist. Dementsprechend ist das natürlich schon ziemlich bitter, aber leider verdient, denn es ist in der Sache richtig, was dieser katarische Energieminister sagte. Wir erinnern uns, noch nicht allzu lang hat Habeck nicht nur gesagt, wir haben ein Gasproblem, aber kein Stromproblem, sondern er hat auch gesagt, weil wir aber nicht wussten, das muss man ehrlicherweise sagen, und niemand wusste das, wie dieser Gasmarkt verflochten ist, wie er im Undurchsichtigen, welche Firmen irgendwelche Anteile an Töchtern und so weiter haben, ist durch diese im Prinzip richtige Entscheidung ein Problem entstanden. Also sie wussten es nicht. Fehlen da die Fachleute oder hört man den Fachleuten nicht zu? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Leute gibt, die das wussten. Aber Herr Habeck wusste es nicht und trifft offenkundig dann Entscheidungen aus Unkenntnis heraus oder zumindest nicht mit der notwendigen Faktenkenntnis. Und so stehen wir da, wo wir stehen, mit einer Gasumlage, die jetzt doch nicht kommt. Es ist ein ständiges Hin und Her. Wenn ich da jetzt Stromanbieter wäre, dann würde ich mich auch ziemlich mokieren über dieses Hin und Her dieser deutschen Regierung, die irgendwie so ein bisschen vor sich hin meandert, aber keine wirklich klare Zielvorstellung hat, was sie eigentlich will. Deswegen kritisiert man dann lieber Mondpreise für Gas aus den USA. Das ist fast schon praktisch der Vorwurf von Habeck an die USA. Ihr nutzt unsere Krise aus und das bei diesen so guten Freunden in den USA. Aber Philipp Kunkel zeigt hier zu Recht, warum sollten andere unter Weltmarktpreis an uns Gas verkaufen, da werden auch gemeinsame EU-Deals nichts ändern. Fracking planen, Brennstäbe bestellen, Kohlekraftwerke hochfahren, Biogas nutzen sofort. Was mache ich, wenn ich zu wenig von etwas habe? Ich versuche mehr davon zu bekommen. Was mache ich, wenn ich einen Mangel habe? Ich versuche dann, diesen Mangel durch verstärktes Angebot zu beseitigen. Und wir könnten das, wenn wir wollten. Wir könnten die Kohlekraftwerke sowieso rauffahren. Das tun wir schon, aber auch vor allem auch die Atomkraftwerke wieder rauffahren und vor allem auch Fracking betreiben. Aus anderen Ländern nehmen wir das Fracking-Gas mit Kusshand. Bei uns, wo es viel billiger herzustellen wäre, weil wir die ganzen Transportkosten nicht hätten, weil wir praktisch die Lieferanten nicht bezahlen müssen, wäre es viel günstiger, würde weniger Infrastruktur erfordern, weil wir es direkt im Land haben, etwa in Niedersachsen. Aber nein, das ist böse. Und wir wollen ja gut sein. Wir sind ja die Guten. Und so gibt es jetzt ein bisschen Unverständnis über Berlin, auch in Brüssel, also auch auf EU-Ebene. Hier heißt es von Thierry Breton und Paolo Gentiloni, dass man nicht begeistert ist über diesen Alleingang von Berlin, als man ja 200 Milliarden Euro mal locker gemacht hat und gesagt hat, diese Gasumlage, die vergessen wir jetzt mal. Luke Roman versucht hier mal eine Analogie zu ziehen, auch zu den Amerikanern, die schon unter Kissinger und Volcker
verhindert haben, dass die Europäer etwa mit den arabischen Nationen mit Gold handeln, also praktisch Energie gegen Gold. Das wollten die Amerikaner nicht, denn da war ihr Dollar dann gefährdet. Und dann Bush und Cheney, die sind eingeschritten, als die Europäer dann gesagt haben zu Saddam Hussein, oh, wir können auch in Euro für dein Öl bezahlen. Das wollten die Amerikaner auch nicht so richtig. Und jetzt sehen wir, dass Biden Ähnliches tut. Wir sind angewiesen jetzt vor allem, aber nicht nur auf amerikanisches Flüssiggas. Aus Norwegen kommt auch sehr, sehr viel. Aber kein Wunder. Verkäufer nutzen die Knappheit zu Preiserhöhungen. Was? Deutschland muss mehr bieten, um anderen, vor allem ärmeren Ländern, das Gas wegzukaufen. Scheinbar hat man im Wirtschaftsministerium niemand mehr, der weiß, dass es noch Märkte gibt. Da gibt es ja auch hervorragende Kenner vom Insolvenzrecht, wie man schon gehört hat. Statt zu jammern, hätte Habeck in den letzten 7 Monaten, so sagt es Daniel Stelter, Zeit genug gehabt zu handeln. 6 AKW neu zu bestücken für 5 Jahre, Kohlekraftwerke sofort anzustellen und Fracking beschleunigt umzusetzen. Ja, diese Zeit hat er nicht genutzt. Okay, man muss ihm zugutehalten, er hat zumindest die Gasspeicher ganz gut gefüllt, das muss man ehrlicherweise sagen, aber zu Rentenkosten, die deutsche Handelsbilanz lässt hier schon mal grüßen. Und wir haben anderen Ländern das Gas weggekauft, weil wir jeden Preis bezahlen. In Bangladesch gestern ja dieser Blackout, knapp 100 Millionen Menschen ohne Strom in der Dunkelheit. Pakistan zahlt den Preis, die kriegen keinen Zuschlag mehr, weil wir Deutschen alles wegkaufen. Hauptsache, wir müssen unsere Atomkraftwerke nicht wieder rauffahren, denn das würde ja bedeuten, dass wir weniger Gas verstromen müssten. Und dann nehmen wir in Kauf, dass die anderen ein kleines Problem haben, dann zahlen wir vielleicht mal 2,50 Euro wieder an Entwicklungshilfe, gell? Und dann haben wir ein gutes Gewissen, die Frau Baerbock und der Habeck, und dann ist ja alles wieder schick. Und jetzt der neue Chef des Chemieverbandes hier in Deutschland über die deutsche Strompolitik vom Industrieland zum Industriemuseum, sehr schön formuliert. Es droht gigantischer Strommangel, da der geplante Ausbau der Windkraft nicht zu stemmen ist, sagt er, denn wir wollen ja ab 2045 CO2-frei produzieren. Das aber bedeutet, dass die Industrie dann, die deutsche Industrie, extrem viel Strom braucht. Alleine die chemische Industrie bräuchte so viel Strom wie jetzt ganz Deutschland, wenn das verwirklicht werden sollte. Das kann man aber nicht verwirklichen. Wir müssten dann nicht nur alles mit Windkrafträdern zupflastern, was zupflasterbar ist, sondern wir müssten eben auch dann bestimmte Dinge in Kauf nehmen, die faktisch nicht zu leisten sind, die nicht zu finanzieren sind. Das macht das Ganze so illusorisch. Das ist genau das Problem. Eine Habeck-Sprecherin sagt dazu, ja, das wird eine enorme Kraftanstrengung. Die Ausbauziele sind zweifelsohne ambitioniert. Sehr ambitioniert, könnte man sagen. Ein bisschen zu ambitioniert, aber immerhin, Ambitionen sind da. Auch das muss man natürlich begrüßen. Jetzt kommt die EU und sagt, wir machen jetzt einen Ölpreisdeckel. Das ist dann auch wieder eine gute Idee. Russland wiederum sagt, naja, wir werden dann nicht mehr Öl an die Länder verkaufen, die eben diesen Ölpreisdeckel unterstützen. Faktisch wird es dann wieder so laufen, wie es schon mal gelaufen ist. Die Russen verkaufen das Öl an Indien und Indien verkauft es uns dann mit 30-40% Aufschlag. Aber Hauptsache, wir kaufen wir nicht direkt von den Russen, gell? Das ist so wie in der Geldpolitik. Da drucken die Notenbanken ja auch kein Geld, indem sie Staatsanleihen kaufen, sondern sie kaufen es ja von den Banken. Also drucken sie ja kein Geld, wenn sie die Staatsanleihen nicht praktisch selber kaufen mit dem frisch gedruckten Geld, sondern es den Banken abkaufen mit ihrem frisch gedruckten Geld. Auch das natürlich extrem wichtig, das mal zu unterscheiden. Insgesamt aber gilt, dass wir, wie etwa der CEO von Woodside sagt, bis seit mindestens 2026 ein echtes Problem haben mit Gas. Supply will remain short. Und da ist es doch beruhigend, dass wir so kluge Menschen haben an der Spitze, die eben einen Superplan haben. Und dieser Superplan hat dazu geführt, dass wir jetzt, wie die Deutsche Bank sagt, einen realen Vermögensschwund der Deutschen im Jahr 2022 von 25% haben. Nur Hyperinflation 1923 und die Währungsreform 1948 waren da noch krasser. Also man muss sagen, da wird also Wohlstand direkt vermehrt. Es wird praktisch umverteilt. Das haben halt jetzt die anderen, gell? Also nicht wir. Aber das ist ja auch eine Form von Entwicklungshilfe vielleicht, könnte man sagen. Kommen wir jetzt zu den Märkten, meine Damen und Herren. Die haben sich ein bisschen wieder erholt.
Es ging heute ziemlich stark nach unten. Zunächst mal wegen, wie hier eine Headline lautet, Hot Economic Data, die dovischen Hoffnungen ein bisschen zerstört hätten. Nun ja, der ADP-Arbeitsmarktbericht war um und bei in der Erwartung. Ähnliches gilt für den ISM-Einkaufsmanager-Index. Dienstleistung, das war auch jetzt nicht wirklich eine bombige Zahl. Vor allem beim ISM war es so, dass wir jetzt das fünfte Mal die Preiskomponente niedriger sehen in Folge. Also so wirklich dramatisch waren jetzt diese Daten nicht, dass da diese fette Sorgen wieder aufkommen müsste. Aber insgesamt haben wir jetzt eben seit dem letzten Zinsanhebungszyklus mal eben weltweit 50 Billionen Dollar zusätzlich gedruckt als neue Schulden. Wir haben viel mehr Leverage, viel mehr Hebelung auf diesem Planeten und jetzt glaubt also die Fed, sie könnte so weitermachen. Das wird wahrscheinlich passieren, aber dann geht eben etwas kaputt. Die Fed hat wahrscheinlich jetzt schon overtightened, wie Zero Hedge hier sagt, nachdem sie viel zu lange gepennt hat und eben nicht die Geldpolitik gestraft hat. Fed's Daily, die San Francisco Fed-Chefin, hat jetzt gesagt, also we don't raise rates until something breaks. Wir werden die Zinsen nicht anheben, bis etwas bricht. Doch, Frau Daly, genau das werden Sie tun mit der Fed. Genau das wird so kommen. Und wir sehen ja schon erste Brüche, etwa bei den Junk Bonds. Wir sehen hier etwa Corporate Defaults, also praktische Unternehmenspleiten, haben sich jetzt im August verdoppelt in den USA im Vergleich zum Juli. Natürlich von einem sehr niedrigen Niveau auskommend, aber immerhin, es ist schon erkennbar, dass jetzt die Zombie-Firmen vor allem pleite gehen. Interessant auch etwa, dass die polnische Zentralbank, die ja sehr stark die Zinsen angehoben hat, heute entgegen der Erwartung die Zinsen nicht weiter angehoben hat, aber da hat der Markt nicht wirklich drauf reagiert. Wir sehen dann die Brüche am US-Immobilienmarkt, da sehen wir die Mortgage Applications, also die Hypothekenanträge, die sind jetzt 14,2% zur letzten Woche gefallen. Das ist der größte Rückgang seit 1997. Und unten sehen wir mal die Mortgage Rates, über 7% für 30-jährige Hypothekenkredite. Und auf der anderen Seite gehen die Mortgage Applications, also die Hypothekenanträge, zurück, weil die Leute das sich nicht mehr leisten können. Das heißt, wir haben hier einen Unfall in Zeitlupe am amerikanischen Immobilienmarkt. Und Hannes Zipfel, mein Kollege, sagt, Lehman-Moment, in dem Fed und Co. die Allesblase zum Platzen bringen, zerstören sie die Bilanzen der Banken und ihre eigenen. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Notenbanken haben massive Verluste, wenn die Anleiherenditen steigen und die Kurse der Anleihen, die sie im Portfolio haben, fallen. Die Geldpolitik hat nun die Wahl zwischen neuen Gelddruckorgien für Rettungsprogramme oder eben Systemcrash. Und das bringt es genau auf den Punkt. Und wir sehen so die Schwachstellen in diesem System, etwa bei der Credit Suisse, wo jetzt der Aktienkurs sich zwar wieder etwas erholt hat, aber die Credit Default Swaps, also die Kreditausfallsicherungen auf Credit Suisse Anleihen, die sind weiter im Sinkflug, also wissen die etwas mehr. Auf der anderen Seite, wie die Neue Zürcher Zeitung hier schreibt, gibt es eine Staatsgarantie für Schweizer Großbanken, so eine implizite, also notfalls werden die durch den Schweizer Staat gerettet. So oder so, wir sehen jetzt den schnellsten Zinsanhebungszyklus und das alles eben in einer Situation, wo die Schulden der Amerikaner, nämlich des Staatshaushaltes, die der Konsumenten haben sich für x-fach des Staatshaushaltes nur verdoppelt, seit 1994 und verdreifacht seit 1983. Good luck also mit einer scharfen Zinsanhebungspolitik. Und wann wird die Fed umsteuern? Hier sagt Edward Wells Fargo, naja, vor allem dann, wenn der VIX, also die Vola, über die Marke von 40 steigen wird. Wir werden sehen. Aber es ist nicht nur Credit Suisse, auch die UBS jetzt plötzlich. Credit Default Swaps hit Decade High. Also auch die Kreditausfallversicherung der UBS sind deutlich gestiegen. Was ist da los? Was ist da passiert? Und eine Aktie, die heute fällt, ist die meines drittbesten Freundes Elon Musk, der jetzt ja Twitter kauft, doch für den ursprünglich vereinbarten Preis. Das Theater hätte man sich schenken können. Wir sehen die Aktie möglicherweise jetzt doch ihr Hoch gesehen. Und natürlich ist in Zeiten der geldpolitischen Straffung sind jene Blasen gefährdet, die vor allem durch lockere Geldpolitik entstanden waren, ergo Tesla, das Symbol eigentlich der Blase. Und meine zweitbeste Freundin Cathy Wood hat jetzt ja kürzlich Tesla-Aktien gekauft, da ist sie schon auf jeden Fall erstmal im Minus. Im Minus heute auch, was die Kurse betrifft, die italienischen Staatsanleihen, der Spread.
Die Renditedifferenz zu deutschen Staatsanleihen steigt sprunghaft, nachdem Moody warnt vor der Lage jetzt in Italien. Wir sehen die italienischen BTPs, also die 10-jährigen italienischen Staatsanleihen, 30 Basispunkte gestiegen. Das ist eine Menge Holz auf jetzt 4,46%. Insgesamt sehen wir Renditeanstiege auch wieder in UK, auch in Deutschland, auch in Frankreich. Etwas auch in den USA allerdings gemäßigter. Abschließend, meine Damen und Herren, noch drei Artikelhinweise. Strompreis deutlich gefallen. Warum? Weil die Franzosen jetzt mehr Atomkraftwerke wieder an den Start bringen und teilweise uns wieder mit Strom beliefern. Hier sehen wir unten mal den Strompreis. Was es damit auf sich hat, warum der Strompreis jetzt, der Großhandelsstrompreis jetzt fällt, hochinteressant, sehen Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung, zweite Artikelempfehlung. Greenwashing, ein Riesengeschäft, Billionen Dollar für Unternehmensanleihen, irgendwas mit Nachhaltigkeit, das wird dann so ein bisschen grün gewaschen, dann findet die EZB das auch ganz, ganz toll und fördert das, während alles, was mit fossilen Energieträgern zu tun hat, abgestraft wird. Banken, die Kredite an Unternehmen geben, die fossile Energien herstellen oder verwenden. Da wird schön abgestraft, kann man ja mal machen. Zweite Artikelempfehlung und dritte Artikelempfehlung über die wahre Immobilienkrise in China, über die sogenannten Special Purpose Vehicles. Das sind praktisch Instrumente, die die Chinesen erfunden haben, um außerbilanziell den Crash am Immobilienmarkt zu kaschieren. Das ist ein hochinteressanter Artikel, also drei Artikelempfehlungen, und ich sage jetzt Servus und Ciao.